aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir stehen hier beim Regen draußen, ihr hört es, ihr seht es vielleicht auch. Aber ich habe heute ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Und zwar, mein Opa ist vor ein paar Monaten gestorben. Und der war auch LKW-Fahrer. Also der fuhr wirklich mit seinem LKW aus, und ich habe keine Ahnung, wie alt die Karre war. Fuhr er noch durch die Gegend und das eine hier und das andere da. Nach Polen ist er oft gefahren, hier von Berlin aus. Und ja, ich habe in seiner Kiste gekramt. Er hatte auch immer seine Kamera dabei, so eine alte Schwarz-Weiß-Kamera. Und er meinte immer, er wollte zu YouTube. So, er hat aber nicht verstanden, dass man diese Filme dort gar nicht hochladen konnte. Naja, wie dem auch sei, ich habe seinen LKW geerbt und ich werde den natürlich in Ehren halten und werde den jetzt auch erstmal in die trockene Halle fahren. So, das hier ist das gute Stück. Wir können mal so ein bisschen rumlaufen. BKG, aha, okay. Also Berliner Kennzeichen, ja, Chrom, aber Chromtanks, du guck dir das an. Also eine richtig alte Schüssel. Was? Was hatte er denn drauf? Auweia. Ich steig mal ein. Fahren wir jetzt erstmal in die Halle. Also mein Opa war schon cool drauf, ja, das muss man ganz ehrlich sagen. So, pass auf, jetzt schlafen wir erstmal eine Runde. Und dann gucken wir uns das Ding nochmal bei Tageslicht an. So, wir machen den mal aus. Von außen haben wir ihn gesehen. Ja, und so sieht er innen aus, nicht? Also auch so ein bisschen, ja, hat was. Und ja, ich werde aber mit diesem LKW jetzt nicht selber eine Tour fahren, sondern das werde ich schön unseren Opa machen lassen. Und ja, nach einem kurzen Cut würde ich sagen, startet das Video dann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jo, schön, dass ihr dabei geblieben seid. So, an dieser Stelle beginnt das Video. Hier sieht man jetzt diesen mega großen Auflieger hinter diesem kleinen LKW in Schlüpferblau. Und ich weiß gar nicht, wo er damit hin will, aber gucken wir mal. Was schön ist, dass dieses Video zumindest Ton hat. Zumindest Tänze, sagt man nicht. Aber man merkt schon, der hat ganz schön zu kämpfen, wa? Beifahrerin ist nicht an Bord. Ah, das ist so ein schöner LKW. Ich werde den wirklich in Ehren halten. Dieser kleine Spiegel da auf der linken Seite. Man sieht doch überhaupt nicht, wo man hinfährt. So. Dicke Sportwagen muss ja auch sein. Oh, und der brüllt, Leute. Ja, da guckt auch die Polizei. Vor allem die Karre fährt immer noch, ne? Das muss man sich mal überlegen. Ist schon schön. Mal gucken, wo uns die Reise hinbringt. Hat das Video leider nicht beschriftet. Aber wir gucken uns das komplett an, definitiv. Da hat er einen Spiegel mitgenommen, du. Joi, habt ihr das gesehen? Junge, bis der über die Ampel ist, ist rot, ne? Ja,
Das musste so kommen. Aber ich habe gesehen, dass die grüne Lampe noch geleuchtet hat. Also so richtig finde ich das jetzt an der Stelle nicht. Kilometer die Strecke, sagt unten, dass ja, dieses künstliche Navi, sage ich mal, auf dem Tablet. Ja, mein Opa hat während der Fahrt oder während Autofahrten nie gesprochen, warum auch. Kann ja nicht jeder so viel labern wie wir, ne? Gucken wir uns den auch mal. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat, aber er hat es hinbekommen. Was soll's? Er hatte Spaß an der Technik. Und wie der brüllt. Ich glaube, wir genießen einfach mal den Motorsound. Viel mehr versteht man sowieso nicht. Ja, glatt 90 geschafft, der Bursche. Naja, wer weiß, was Opa da alles dran rumgebastelt hat, ne? Das war ja. Er war ja Schrauber, ne? So diese Innenraumgestaltung ist schon sehr interessant, finde ich. Aber vielleicht machen wir mit dem auch mal eine Tour. Wäre mal so ein kleines Adventure, wa? Oder? Ein Kreuz am Wegesrand. Schnurrt aber wie ein Kätzchen, wa? Ja, überlegt mal, und das ganz ohne diese Technik, die wir heute haben, ne? Keine Servolenkung, dafür ist das Lenkrad 3 Meter Durchmesser. Und es ging auch. Natürlich so sieht so der Motor mitten in der Fahrerkabine, ne?
klar, dass das laut ist. Blau, ich weiß nicht. Ah, ich finde das schön, dass Opa sowas dann mal aufgenommen hat und für die Nachwelt erhalten. Ja, das war sein ganzer Stolz, dieser LKW, muss man wirklich sagen. Ja, und ich werde ihn in Ehren halten, definitiv. Das könnte jetzt ein Problem geben. Aber nichts passiert. Ja, und natürlich viel Chrom. Ich glaube, die Leitplanken konnte er auch nicht stehen sehen irgendwie. Ist auch dann öfter mal vorgedätscht. Ja, und dann ist er zu Hause hergegangen und hat die Kratzer dann wieder rausgemacht. Wahrscheinlich besteht die rechte Tür aus mehr Spachtelmasse als aus allem anderen. Alter, der macht aber einen Lärm, du. Jetzt hat er sich eine Dose aufgemacht. Ja, Opa trank schon gern mal einen Pilz, auch während der Fahrt, das war dem ja alles egal. Ne? Dass der nicht mal in die Tüte blasen musste, da ist auch alle dran. Ja, aber Opa hat seine Sachen geschont. Ob das jetzt der LKW war oder hier diese alte Kamera, die natürlich keine Farbaufnahmen gemacht hat. Aber es hat funktioniert. Ja, und zum Schluss hat er dann auch noch gesagt, Mensch, weißt du, pass gut auf mein Baby auf, sagt er. Und das wollen wir natürlich machen, ne? Also wenn ihr Spaß an diesem Video habt, ne, dann Daumen mal nach oben, Kommentar da lassen, dann fahren wir mit dieser Gurke da doch mal ein paar Touren mehr. Obwohl der ist dermaßen laut, da kriegst du Kopfschmerzen von, du. Was denn?
Aber wenn er läuft, dann läuft er. Aber bis der so auf Touren ist. Sind es noch? Wo geht denn das überhaupt hin? Deutschland, Deutschland. Nee. Sehr interessant, sehr interessant. Alter, hat der gekotzt, ey. Ja, und wie ihr seht, Opa fuhr einfach. Das war dem Scheiß egal, ob er Vorfahrt hatte oder nicht. Das weiß ich auch, von wem ich das gelernt habe. Ach ja, das waren Zeiten. Ich kann mich dran erinnern, als ich kleiner war, durfte ich auch mitfahren tatsächlich. Unglaublich. Aber schönes Video, schöne Erinnerung auf jeden Fall, muss man sagen. Da geht's hin, wa? Müsste ich jetzt eigentlich da sein. Wenn ich das so sehe in diesem Video, frage ich mich natürlich, wer hat... Irgendwas stimmt hier nicht.
Ach, hat er gemerkt, ist der falsche Abladeort, oder was? Okay. Kann ja passieren. Wo ist das Problem? Das Problem ist, ich sehe, was du für ein Problem hast, Opa. Wie kommst du da hin? Ja, das war dann das Problem, wenn du kein Navi am Start hattest, wie du da überhaupt dann dein Ziel erreichen solltest, ne? Ja, das geht mir auch so, wenn ich aus dem Fenster gucke und ich schaue nicht, wo es lang geht. Man kann ja zur ProMods sagen, was man will, ja, aber die Navigation, das üben wir noch. Also hier kommst du definitiv nicht durch. Hier rein ist schon mal klar soweit. Ja, und dann? Da ist aber kein Tor. Da kann man nicht durch. Also bleibt nur der Weg hier durch. Da kannst du machen, was du willst. Anscheinend ist Opa auch immer überall gegengefahren. So, da links geht es nicht, also müssten wir hier theoretisch durch. Eventuell an dem hier vorbei.
Ich frage mich, wo sie die Hofeinfahrt hingebaut haben. Wird jetzt tatsächlich einmal hier einfach links reinfahren. Macht er auch. Schön. Dann hier lang. Und hier durch. Mal sehen, ob er noch pünktlich war. Ja, wenn man die Einfahrt nicht findet, was soll man machen, ne? Na gut, okay. Dann würde ich sagen, wenn es euch Spaß gemacht hat, auf jeden Fall den Abspann lesen. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Ja, und das war jetzt mal Opas kleines Video. Ein bisschen länger als normal. Aber ich denke, das war es mal wert, oder? Ja, ich sage mal bis morgen und ciao, ciao. Macht's gut, bis dahin. Thank you.